Hallo, ihr lieben Jungfrauen, das wird ein Monatsimpuls für euch. Was begleitet euch so jetzt in diesem Jänner im neuen Jahr? Was darf da sein? Was dürft ihr da noch hören? Was ist zusätzlich zu den Orakeln wichtig für dich oder für euch? Welche Energien schwingen für euch damit? Schauen wir uns das in Ruhe an. Für die Jungfrau. Auch hier haben wir die 4 der Schwerter-Energie in der Ruhe des Werden. Oh, die 2 der Kelche, auch dich begleitet das Thema der Liebe, der Verbundenheit. Da ist jemand noch nicht ganz bereit, aber hier ist etwas im Werden, hier ist etwas im Geschehen. Auch bei dir kommen die, ja, da schwingt noch ein bisschen auch Energie von der Löwengeschichte. Aha, okay, alles klar. So, will aber gesehen werden, auch bei dir, so. Sehr spannend. Was haben wir hier? Liebe Jungfrau, du bist dabei, jetzt gerade in eine Ruhephase einzutreten, um auch alte Schmerzen zu überstehen. Du sortierst dich hier neu, du bist hier gerade am Ausruhen, am für dich sein. Ja? Hier hat es Schmerzen gegeben, hier bist du dabei, in der Ruhe liegt die Kraft, hier dich auch wieder gescheit zu erden. Das brauchst du nämlich, um hier in deine Kreativität, in deine Schaffenskraft wieder einzutauchen, diese Fülle für dich zu erleben und Himmel und Erde kommt mir da jetzt aber auch und Licht und Schatten miteinander zu integrieren, da bist du gerade dabei, da brauchst du aber Ruhe dafür und die gibst du dir auch gerade, um diese Verbindung für dich in welcher Form auch immer zu leben. Man verbindet sich hier miteinander, um gemeinsam die Kelche zu füllen und aber gleichzeitig auch nicht nur diese Schalen zu füllen, sondern auch aus diesen Regenbogenschalen für sich die Kraft zu nehmen. Ja? Und hier kommt etwas an, hier kommt etwas, ja. Schau da nicht in die Vergangenheit zurück, ja? Das ist einfach nur der Hinweis, der da kommt, sondern besinne dich auf das, was hier wirklich entstehen darf und werden darf. Ja? Lass die Vergangenheit ein Stück weit ruhen und komm hier für dich ins innerliche Tun, indem du dir jetzt die Kraft und die ja, innerliche Stärke, auch hier kommt das Halschakra, ich werde es dann nachher nochmal sagen, weil die letzten 3 Sternzeichen kamen jetzt ganz vermehrt, der Halsbereich dazu. Ja? Du hast hier scheinbar eine Situation gehabt, die doch ein bisschen von Abhängigkeiten geprägt war. Hier kam etwas auf dich zu, das möchtest du jetzt nicht. Ja? Gleichzeitig darfst du auch aufpassen, dass du hier jetzt wirklich in die Ruhe hineingehst, ja, und dich nicht aufgrund von einer wunderschönen Verbundenheit, soll ich jetzt gerade sagen, ja, wo hier vielleicht jemand ankommt, gleich wieder in diese Situation begibst. Ja. Nimm dir hier einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen Gelassenheit und suche hier dein Glück, weil das will zu dir zurück. So, dann mal noch. Leute, ihr könnt wirklich... wenn gerade der Familienbereich und der eigene Ausdruck so angesprochen ist, jetzt gerade in diesem neuen Jahr. Ja, wenn wirklich viel trinken mit dem Halsbereich, viel trinken, viel für euch sein und wirklich, ihr könnt euch auch helfen, indem ihr, je nachdem, wie es sich für euch richtig anspürt, ja, gegen den Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn, ich spüre da so ein bisschen bei den meisten von euch eine Blockade jetzt im Bereich, ich bin immer noch bei euch Jungfrauen, das betrifft euch jetzt, weil es jetzt ganz massiv gerade da ist, ja, eine Blockade ein bisschen oder eine Herausforderung, die es zu meistern gilt, ja, im Bereich zwischen Herz und Hals. Ja. Hier geht es um den eigenen Ausdruck, auch in dieser Liebe, der möchte werden.
Streicht euch da vielleicht einfach mal auch gegen den Uhrzeigersinn, seid da liebevoll mit euch, ihr braucht das jetzt auch, ja. Dafür habt ihr auch diese vier der Schwerter-Energie jetzt mitgebracht, ja. Gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn oder beides, ja, dass hier wieder der Fluss hineinkommt, ja, und spürt das wirklich so und streift vielleicht auch so hinunter ein bisschen zum Herzen, ja, vom Hals zum Herzen hinunter, dass es wieder durchfließen kann und wärmt euch mit eurer eigenen Handenergie, ja. Macht euch da nicht so viele Gedanken und Sorgen über das, was kommt oder was nicht kommt, ja, sondern geht in die Ruhe, geht ins Jetzt. Ja. Und da haben wir die 9 der Stäbe-Energie, weil da war irgendeine Verletzung, die euch begleitet hat. Und das möchte jetzt in die Heilung gehen. Ja. Das möchte jetzt wirklich Heilung, in die Heilung gehen und hier in die Bewegung kommen, ja, in den Ausgleich. Ja. Und hier wird auch schon geführt, dass es auch kommen kann. Ja. Ja, ganz wichtig, ja, im Hier und Jetzt ankommen, im Hier und Jetzt ankommen, genau, es wird geführt und man darf in diese Freude wieder eingehen, also keine Sorge, es wird hier alles gut werden, ja, die eigenen Wunden jetzt wirklich hier in Ruhe versorgen, ja, aber nicht festhalten an diesem Zustand und nicht zu viel in den Kopf hineingehen, das kommt mir hier wirklich als Warnung mit, sondern wirklich erden, ihr lieben Jungfrauen. Ihr braucht auch Erdenergie, um euch geborgen und in der Fülle zu fühlen, ja. Diese Kopfenergie, die damit hineinkommt, ist das Übergesteigerte, ja, wenn man gerade nicht fühlen kann. Deswegen ganz, ganz wichtig, oder wenn man da gerade ein bisschen Probleme hat, vom Hals hinunter im Herzen und da in die Größe wieder gehen, weil hier ist alles wunderschön am Werden. Ja. Keine Sorge, da kommt die Freude wieder hinein. Ja. Also, jetzt hier sein, sich diese Ruhephase gönnen und loslassen, hier in diesen Bereich, in das Ankommen für sich selbst gehen, in die Bewegung gehen, dass man hier auch nicht mehr in dieser verletzten Position steht, ja, sondern das für sich wirklich heilt, ja, und werden lässt. Und wenn hier etwas kommt, ja, was einem nicht mehr gut tut, was einen wieder in diese Energie hineinbringt, der 5 der Schwerter in diesem Moment wieder in den Kopf hinein zwängt ein bisschen, ja, dann lasst das durchfließen, helft euch wieder zwischen Hals und Herz, ja, hinunter auf den Boden, geht in die Erdung hinein und fühlt, dass ihr das nicht notwendig habt und geht für euch weiter. Ja, soll ich euch sagen, das sind die Impulse für dieses Monat. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Zeit, ja, tolles Fließen lassen und hier kommen schon die 3 der Kelche. Man darf hier wieder in die Feier gehen. So, ja. Für den einen oder anderen heißt das, verlasst auch eine Situation, die hier vielleicht noch nicht beendet wurde, ja, damit ihr nicht wieder in diese Situation hineinkommt. Ich soll es nur sagen. Ja. Also bleibt da wirklich bei euch, verbindet euch mit euch selbst, verbindet euch mit dem Kollektiv, um hier für euch wirklich auf der Erde zu stehen und neue Möglichkeiten womöglich auch zu sehen. So, Dala, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn dir meine Arbeit gefällt, bitte abonniere meinen Kanal, wenn du immer informiert werden möchtest darüber, wann ich online komme oder wann ich etwas hochlade. Aktiviere bitte auch das Glöckchen neben dir. Kommentiere gerne, like gerne. All das unterstützt meinen Kanal im Größerwerden und auch ist es eine Wertschätzung für mich und ich freue mich sehr. Ja, ihr Lieben, habt eine wunderbare Zeit. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Mit mir sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.